Ja, meine Lieben, wir werden heute ein Spiel spielen. Und zwar spielen wir heute Dekadenz, ein Spiel, in dem es in unserem Hochzeitstag geht, an dem wohl einiges schief geht. Like oder dislike das Video am Ende, wenn ihr möchtet. Über einen Kommentar freue ich mich total. Und wenn ihr dieses Spiel selber spielen wollt, dann findet ihr den Link dazu, wie immer, unten in der Videoinformation. Ansonsten würde ich mal sagen, wir gehen rein in Dekadenz und schauen mal, was dort so Schlimmes passiert. Ich, Anita, nehme dich, Dean, als meinen Ehemann. In guten und schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit. Bis der Tod uns scheidet. Ich glaube, dieser Satz wird noch, ja. Okay. Oh nein, können wir da durchgucken? Können wir. Ha! Da steht doch jemand. Das ist ein Schatten. Da steht jemand. Warum? Das möchte ich nicht. Okay. Eine Nachricht. Hey, honey, I'm coming home from work soon. Had to stay late to finish. Can you set the table on the counter before you settle in? Okay, wie gesagt, ob wir den Tisch... Was ist das? I don't know, ob wir den Tisch decken können, bevor sie kommt, den Tisch decken. Wie? Komm mal. Okay. Ah, okay. Was ist alles auch gleichzeitig? Oh, kannst alles gleichzeitig aufnehmen, das ist cool. Was brauchen wir noch? Wir brauchen Besteck. Okay. Und das... Cool! Da hat einer mitgedacht. Oh, das Telefon. 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 Ich kann meinen Ring nicht finden. Kannst du ihn bitte für mich finden und in meine Schmuckbox legen? Schon wieder, Honey. Du verlierst es dauernd. Beschwer dich bitte nicht. Ich hatte es... Ich war gar spät zur Arbeit. Okay, ich suche deinen Ring. Sie ist bald zu Hause, okay. Gut, wir waren ja hier hinten noch gar nicht, in den hinteren Räumen dieser Kaschemme. War das ein Schatten oder war das von mir die... von der Tür? Kann ich spülen, bitte? Nein, Mann. Oh, sieht so ein bisschen sehr altbacken hier aus, oder? Aber, oh, guck mal da. How did she put that ring? Ja, da ist er, wir haben ihn. Schuhlehrerbox liegt wahrscheinlich im Schlafzimmer, oder? Ja, Bett ist auch nicht gemacht worden. Ah, so. Oh, da hat's gescheppert. Was ist passiert? Loch. Ich gucke jetzt mal da vorne durch. Erinnert er sich? Ich weiß es nicht. Wie ist das denn passiert? What the? Was ist zum Teufel? Das ist schon das zweite Mal diese Woche. Ich muss das sauber machen, bevor sie nach Hause kommt. Das ist ein schwarzer Fleck. Die Backdoor. Sie kommt durch die Backdoor, okay? Oh ne, das ist eine Art PT-Spiel. Okay. Haben Neugier. Der Fleck wird größer. Oh, sie duscht. Sprich mit Anita. Oh, hey, Dean. Kannst du die Katastrophe, die du im Wohnzimmer hinterlassen hast, du aufräumst, hast überall deine Bücher gelassen. Ach, welche Unordnung denn? Ja, ist okay, gib mir einen Moment. All over the table. Ah. Hm. Naja, all. Wer hat denn da hingepinkelt? Ah.
Stephen King? Cool. So. Kommen die dahin? Ja. Und wo noch? Hier wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. There we go. I think I can go for some fresh air. Oh, ich könnte das frische Luft gebrauchen. Okay. Und noch mehr von diesen. Ist ja wie The Mold. Das ist ein Fleck. Fresh air. Dann gehen wir auch hinten raus, oder was? Okay. Ja. Gut, dann. Ah! What was that? Can you check it out? Ja, tu ich. Das Loch wird einfach nur größer. Oder der Fleck. Ist ja kein Loch, es ist ja... Oh, she likes this year's gift. Ich hoffe, sie mag ihr Geschenk. Ich verstehe, dass sie da im Schrank wieder nach Hause kommt. Sie ist doch schon zu Hause. Was ist das? Dir dienen. Ich lese das mal kurz und übersetze das dann für euch. Also in dem Brief steht, dass sein Freund Baptiste in den schweren Tagen für ihn da sein wird. Und dass es schwierig ist, dass sich in der Zeit um sich selber zu kümmern. Aber er soll bitte sich daran erinnern, dass er immer seinen besten Freund hat. Und nach diesem traumatischen Event und die Schmerzen, die er haben muss. Ja. Was, aber es steht jetzt nicht drin, was genau oder wer oder ich gehe mal davon aus, dass seine Frau gestorben ist. Ne? Okay. Ja? Gehen Sie weg. Ich muss was wegpacken. Ich muss das Geschenk für meine tote Frau verstecken. Weil auch Geisterfrauen sind sehr neugierig. Ja, das kennt man so. Ja, pack jetzt. Ja, dann pack's doch da rein. Oder haben wir es nicht genommen? Moment. Doch. Er sagte doch im Kleiderschrank, ob ich doof. Ich kann man ja hier nichts machen, was man nicht machen soll. Na gut, hier sieht es ein wenig wild aus, ne? So. Und eigentlich kriegt man ja so ein... Kriegt man das da angezeigt? Ah. Siehst du, sag ich doch. Mach das zu. Was ist denn jetzt? Was jetzt? All diese Flecken. Schatz, hast du schon wieder. Mann, benutzt doch mal einen Tampon. Not now. I need space to breathe, please. Ich brauche zum Atmen. Come out here and talk to me. Okay. Ups, Entschuldigung. Sie starten sich an. Open the damn door. Ach, die verdammte Tür, wir wollen reden. I'm sick and tired of your shit. Ich kann meine Scheiße nicht mehr anhören. Leave me alone. What the hell? Huch. I swear, Anita was here. I heard her. Ja, aber Anita hat halt, also abgesehen davon, dass es schwarz ist, hat sie ihr Menstruationsblut, überall verteilt. Es ist dunkel. Wir haben auch keine Taschenlampe. Kann ich hier raus? Um in die nächste Runde... Ja. Okay. Da ist niemand mehr. Schade. Dann ist er wohl hier drin. Hat Anita... Ist Anita so sauer mit uns? Naja, Anita ist auf jeden Fall
tot. Behaupte ich jetzt mal, warum sie tot ist. Das wissen wir jetzt nicht so genau. Den Lichtschalter nicht benutzen. Also. Nein! Schatten zu spät gesehen. Oh. Moving Day. Als wir das erste Mal hergezogen sind, bringt viele Erinnerungen zurück. Bin ich die Erste in diesem Apartment? Und wir werden die Letzten sein. Aber wir werden die sein, die niemals gehen. Ah, okay. Die Puppe hat aber keine Arme. Nicht wie dieser Schatten hier. Okay. Was war das? Kann ich einfach hier raus? Ja, kann ich. Gott sei Dank. Komm, wir gehen. Wohin? Crying on the voicemail. Kassette. Okay, das ist Band draußen. 41381. Okay. Ich schreibe mir das mal auf. Das jetzt irgendwas noch bedeutet. Okay. Ich muss irgendwo eingeben. Okay, das ist der Brief immer noch. Okay. Haben wir unsere Frau umgebracht und es sah aus wie ein Unfall? Oder... Ach Gott, warum sind hier so viele Türen? Ich denke mal, ich nehme die letzte. Oder die, die aufgeht. Ne, ich nehme die letzte, scheiße. Okay, welche? Anita? Anita, es war nicht so gemeint, wie du... Also... Ist aber auch zickig. Ist mal im Ernst? Huch. Ich sehe nichts. Außer das da. Anita weint immer noch. Mhm. Schon klar. You look as beautiful as you did 4 years ago. Das ist so schön aus wie vor 4 Jahren. I'm sorry, Anita. I can't let you go. Tut mir leid, dir kann ich nicht gehen lassen. We'll be together forever. Even death. Nicht mal der Tod kann uns trennen. Forever. Okay, ich versuche jetzt gerade das Ganze zu verstehen. Also sie ist tot. Fakt. Wahrscheinlich war es eine Art Unfall, zumindest war es offiziell so, sonst hätte er im Knast gesessen. Aber er hat es halt irgendwie geschafft, ihre Leiche zu behalten und ja. Ein Wunder. Ja, mit ihr da weiter zu leben. Sehr strange. Ich fand das gar nicht schlecht, außer dass die Programmierung gar nicht besonders gut war. Ansonsten fand ich die Idee gar nicht schlecht. Mir kommt der Schriftzug von irgendwo bekannt vor. Phobia ist es nicht, es war von irgendwas anderem. So furchtbar war es gar nicht. Wie gesagt, es war kostenlos. Aber es gibt durchaus bessere Games. Allerdings war es wenigstens mal so eine... Naja, was heißt ein bisschen andere Story? Im Grunde genommen war sie so ähnlich wie, was ich gerade gespielt hatte. Honey, are you there? Was etwas besser war. Das macht aber nichts. Schlecht fand ich es trotzdem nicht. Wir sehen uns zu einem nächsten Let's Play. Macht's gut. Bis dann.